Danke. Guten Abend, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich fühle mich nicht mehr sicher in diesem Land. Es sitzen Terroristen im Bundestag. Das hat der Totenhöfer rausgekriegt. Und der muss es wissen, der sitzt selber im Bundestag. Ja, man kann nichts dagegen machen, weil das Volk wählt sich Terroristen. Das ist diese Demokratie. Nur gut, dass die Regierung die Freiheit so konsequent verteidigt. Bis zum letzten Rest. Ich bin ja ein gnadenloser Sicherheitsfan. In der Früh, wenn ich aufstehe, gehe ich sofort ins Bad, stelle mich vor den Spiegel hin und noch vor dem Zähneputzen fotografiere ich mich. Nach dem Rasieren nochmal. Und einmal im Monat schicke ich die Fotos ans Bundeskriminalamt. Wenn ich mal mir einen Bart stehen lasse, mache ich kurz eine formlose Mitteilung. Ich möchte niemand durch verwirrendes Aussehen unnötig verwirren. Auf keinen Fall. Ich bin froh um jedes Stückerl mehr Sicherheit. Der finale Rettungsschuss. Prima. Schleppnetzfahndung. Da hab ich gejauchzt. Maschinenlesbarer Personalausweis. Das hat doch noch gefehlt. Mal ganz ehrlich, mir persönlich ist es doch lieber, wenn eine Maschine meinen Ausweis liest, als wenn dieser Polizeibeamter. Ganz nebenbei gesagt, man sollte auch Bücher Maschinen lesen. Mancher Autor würde dann zum ersten Mal überhaupt gelesen. Zum Beispiel Günter Grass mit seiner beliebten Tierbuchreihe. Man sollte auch den gesamten Briefverkehr Maschinen lesen. Und als Service an den Bürger überprüft die Dudenzentrale die Orthographie. Keine Rechtschreibfehler mehr. Ja, da hat doch sicher keiner was dagegen. Es geht doch um unser aller Sicherheit. Auch in der Rechtschreibung. Und natürlich diejenigen, die ein schlechtes Gewissen haben, die hätten natürlich was dagegen. Aber die könnte man bei der Gelegenheit ja gleich aussortieren. Als Terroristen. Man sollte überhaupt auch alle Gespräche, nicht nur die Telefongespräche, alle Gespräche, die in der Republik geführt werden, automatisch mitschneiden, mithören und auf Mikrochip speichern. Politiker werden bevorzugt behandelt, die kriegen alle so einen kleinen Sender, so wie ich da. Und wenn dann mal einer einen Blackout hätte, soll ja gelegentlich vorkommen. Dann ruft man kurz beim Bundeskriminalamt an und schon ist alles wieder präsent. Kann man sich das Ermittlungsverfahren sparen, kann man gleich anklagen. Für Politiker ist ja das Speichern von Gesprächen geradezu existenziell. Weil bei Politikern, bei denen ist ja inzwischen der Bereich, von dem sie nichts wissen, um vieles größer als das, was sie wissen. Deshalb sind die ja so heiß auf diese Sicherheitsgesetze. Aus reinem Eigeninteresse. Ist ja auch peinlich. Ja. Kriegt einer einen Haufen Geld und hinterher weiß er nicht mehr von wem, kann sich nicht mehr dafür bedanken. Für die Fahndung nach Terroristen, da hätte ich noch einen gesonderten Vorschlag. Was spricht eigentlich dagegen, alle Fingerabdrücke von allen Bundesbürgern in einem Zentralcomputer zu speichern? Da vergibt sich doch keiner was. Sind doch bloß ein paar Linien. Ne? Und dann könnte man nämlich das Netz um die Verbrecher ganz eng ziehen. Wenn man nämlich dann zusätzlich noch in sämtliche Klingelknöpfe der Nation einen Mikrosensor einbauen würde, der bei Berührung sofort den Fingerabdruck nimmt und im Zentralcomputer abgleicht, könnte man über BTX sofort erfahren, wer vor der Haustür steht. Man müsste dann allerdings vielleicht noch ein Vermummungsverbot für Fingerkuppen gesetzlich verhängen. Außerdem sollte die Polizei sämtliche in der Republik leerstehenden Wohnungen selber anmieten. Auf diese Weise würde der Mietvorgang für Terroristen unmöglich. Sie müssten sich dann quasi im Freien aufhalten. Und wenn man darüber hinaus dann per Video den gesamten öffentlichen Bereich unter Kontrolle hätte, bliebe doch für die Terroristen als einziger freier Unterschlupf die Justizvollzugsanstalt. Sie müssten sich dorthin quasi freiwillig begeben und wenn es dann drin sind, brauchen wir nur noch zusperren. Ja, hier ist er wieder!
Also gehen. Hier ist wieder die Radioboutique. Und ich glaube, es geht euch so wie mir. Dann sind wir schon zwei. Hier ist also wieder die Radioboutique mit Gesprächen, Informationen, Dummheiten und viel Musik. 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 La Musik. La Musica. Ja, und hier kommt Christopher Crossman. It's all right. Freunde, Amigos, die da waren, wir kommen nun zum superaktuellen, brandheißen Gespräch in der Radio-Boutique. Gespräch, Talk, Talk. Gespräch, was Sie nicht sagen. Verstehe, ganz Ihrer Meinung. Das ist ja wunderbar. So, neben mir im Studio sitzt jetzt Frau, wie hieß Ihr Name? Ja, wie heißen Sie? Bergau. Frau Berger, ja, Frau Berger, wenn ich Bergau. Recht informiere. Ah, Bergau, wie Berg und Tal, nur mit Au hinten. Geht mal näher an Ihr Rohr und dann schießen wir gleich mal los. Ganz provokant gefragt, was machen Sie? Nun, ich habe zusammen mit meiner Tochter eine Initiative gegründet. Schon mal gut, Initiative. Für was, gegen was, warum? Nun, zur Rettung des Waldbestandes in Brasilien. So, Freunde, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Wir machen erstmal wieder Musik. Hier kommt Astro Gilberto mit Agua de Bebe. Also, Freunde, das verspricht interessant zu werden. Dranbleiben! So, Freunde, es ist jetzt 14.05 Uhr und 3 Minuten. Bei mir im Studio sitzt heute Frau Berger und hat eine Initiative zur Rettung der Wälder in Brasilien gegründet. Frage, warum engagieren Sie sich in Brasilien, warum nicht im Bayerischen Wald, wo das Gute doch so nahe liegt? Nun, die Wälder in Brasilien werden schonungslos gerodet. Die Landschaft versteppt. Fruchtbare Anbaugebiete werden vernichtet. Die Armut ist unbeschreiblich. Das verlangt doch niemand von Ihnen, Frau Berger. Wir machen erstmal Musik. Und zwar jetzt rockt den Gehörknochen. Jetzt knackt sie den Ganglin. Jetzt kommt Mick Jagger und seine Stones mit Rap the Joint. Wir haben heute im Studio Frau Bergthal und sie hat eine Initiative in Brasilien. In Deutschland. Aber zur Rettung der Wälder in Brasilien. Warum engagieren Sie sich im Ausland? Diese Armut in Brasilien ist eindeutig zurückführbar auf die Ausbeutung durch die Amerikaner. Oh, jetzt glaube ich, brauchen wir erstmal wieder Musik. Hier kommt Johnny Guitar Watson mit Ain't Ja, liebe Hörer, was mir da eben Frau Bergmann ins Ohr geflüstert hat, das war schon eher beeindruckend. Und ich finde, Frau Berthaus, Sie sollten das unseren Hörern auch mal an die Membrane hüsteln. Nun, also als ich vor 2 Jahren zum ersten Mal mit meiner Tochter in Brasilien war, kamen wir in ein kleines Dorf in einem Hungergebiet. Und da gab mir eine Mutter ihr Kind auf den Arm und das ist dann bei mir auf dem Arm gestorben. Tja, das ist Engagement, das ist Initiative, das ist beeindruckend. Ich finde, wir machen erstmal wieder Musik und danach sagt uns Frau Bera live ihre Kontonummer durch. Das Wetter. Oh, da habe ich den Wetter-Jingle erwischt. Das Wetter. Sagen Sie schon mal Ihre Kontonummer. Ja, Psychologen und Therapeuten raten an, Beziehungsprobleme in einem gemeinsamen Gespräch zu lösen. Sowas kann auch mal auf einer Parkbank passieren.
Magst du mich? Mhm. Aber viel Zeit hast du nicht für mich. Geh. Die Liebe ist doch keine Frage von Zeit, sondern vom Gefühl. Ich hätt's halt lieber, wenn du öfter für mich Zeit hättest. Das ist ein Schmarrn. Wenn ich mehr Zeit mit dir verbringe, deswegen mag ich dich noch nicht mehr. Du magst mich nicht mehr? Schmarrn, schau. Die meiste Zeit, die verbringen die Leute mit der Arbeit. Und trotzdem kann man nicht behaupten, dass die Arbeit mögen. Verstehst? Nein. Die einfachsten Sachen verstehst du nicht. Ich hab halt eine Sehnsucht nach dir. Ist das so schlimm? Und da möchte ich halt immer bei dir sein. Immer? Ja? Ja, da fängt das Verhängnis an, wenn du immer bei mir bist. Und ich immer bei dir. Also quasi wir bei uns. Ja, weil da muss ich das Gefühl, das ich für dich hege, das muss ich dann auf die ganze Zeit verteilen. Verstehst? Ja, auf die Dauer ist da die Gefahr der Gefühlsausdünnung gegeben. Es ist viel besser, wenn ich die nur einmal die Woche sehe, kurz. Dann schütze ich das ganze Gefühl auf einmal über dich aus. Verstehst? Da hast du mehr davon. Du magst mich nicht mehr, gell? Doch, das habe ich doch gerade erklärt. Dann sag mir's, dass du mich magst. Wenn du schon mal da bist. Luzi, fix, ich mag dich! Das hast du aber jetzt schön gesagt. Dieses Asylrecht ist auch so ein terroristischer Unterwanderungsartikel. Diese Asylanten, die dazu kommen, die behaupten immer, sie würden verfolgt in ihrer Heimat mit Folter und Todesstrafe. Na und? Da muss man doch erst recht da bleiben und Widerstand leisten. Stellen Sie mal vor, unter dem Hitler wären alle abgehauen. Wo wäre denn dann der Widerstand hergekommen? So waren die meisten gegen ihn. Möglicherweise würde er dann heute noch regieren, wenn es keinen Widerstand gegeben hätte. Und man muss wirklich sagen, dieses Asylrecht verhindert Freiheit. Und die tapferen Antikommunisten wie der Baby Doc und der Markus, die kommen nicht zu uns. Warum? Weil sie ganz genau wissen, diese Bundesrepublik ist ein korrupter Staat. Der Lummer, der hat schon recht, wenn er fordert, dass dieses Asylrecht aus dem Grundgesetz rausgestrichen gehört. Der Lummer hat, habe ich heute im Spiegel gelesen, der Lummer hat ein tolles Interview gegeben im Spiegel heute. Das finde ich sehr mutig. Vom Spiegel. Da sagt der Lummer, er sei ein Radikaler und er denke alles von der Wurzel weg. Na, unser einer denkt hier, er denkt da unten. Ja? Böse Stimmen behaupten immer, er wäre nicht ganz auf der Höhe der Diskussion. Na, da könnte was dran sein. Weil er ist ja nur 1,63 groß. Und da könnte es natürlich sein, dass in der Höhe in Berlin immer dicke Luft ist. Deshalb rate ich ihm, er sollte nach Bonn gehen. Als Justizminister. Der Engelhardt würde seine Ablösung überhaupt nicht mitkriegen. Der würde erst aufwachen, wenn der Dienstwagen nicht mehr kommt. Schön. Hier ist der Platz. Was brauchen wir denn? Womit kann ich denn dienen? Ja, wie soll ich sagen? Wir hätten halt gerne ein Kind. Ja, freilich, dafür sind wir doch da. Und ich möchte halt nur nicht selber. Verstehe vollkommen. Sie hätten gern ein Kind auf Leihmütterbasis. Ja, dazu darf ich Sie schon jetzt beglückwünschen. Ein Kind ist auch eine Entscheidung fürs Leben. Ja, wissen Sie, wir haben nämlich schon eine Abtreibung hinter uns. Bin vollkommen gebildet. Und eine Adoption kommt für uns überhaupt nicht in Frage, weil da liegt das Erbgut ja vollkommen im Dunkeln. Mhm. Wir hätten halt gern was Eigenes. Ja, ja, also, Sie haben da auch vom Bevölkerungspolitischen her eine durchaus richtige Entscheidung getroffen. Und der deutsche Volkskörper ist ja momentan ohnehin ein bisschen am Schrumpfen begriffen. Nein, nein, wir haben die Entscheidung nur aus der Sicht der Frau getroffen. Weil so eine Schwangerschaft ruiniert ja die Figur.
Ja, ich kenn das Problem. Die gefürchtete Hängebrust droht allenthalben. Und die Falten am Po sind auch für den Mann nicht gerade angenehm. Ja, also eine Leihmutter braucht man. Ja, ja, ja. Müsste natürlich schon wissen, was sie sich da so ungefähr vorstellen. Ja, wir haben an eine Frau gedacht. Ja. So in den besten Jahren, nichts jung und gesund. Gesund muss sie sein. Ja, ja. Wir haben alles da. Von der arbeitslosen Türkin mit laufendem Asylantrag bis hin zum internationalen Hochadel. Dann Raucherinnen, Nichtraucherinnen, Vegetarierinnen, ja, und. Wissen Sie was? Am besten wird sein, ich zeige Ihnen da mal was. Ja, vielleicht was Blaublütiges. Schauen Sie, ich habe hier eine Prinzessin. Bertha Theolinde von Hohenbachtal zu Walzenstein, sehr alter Adel, leider total verarmt. Hatte mal eine Liaison mit Prinz Poldi von Nürburgring, ist leider nichts daraus geworden. Sie, was sind denn das für Zahlen da? Körpergröße, Gewicht, Beckenumfang. Das Becken haben wir hier auch im Bild. Schauen Sie. Ein bisschen schmal ist schon die Prinzessin. Haben Sie da nicht was Gebärfreudigeres? Tja. Also am geräumigsten sind Türkinnen. Übrigens auch am billigsten. Nein, also wir wollen schon, dass unser Kind in einer deutschen Gebärmutter heranreift. Was Deutsches verstehe, ja. Was niemand da. Ich glaube, ich hab da was für Sie. Junge Witwe, 26 Jahre alt. Ein Kind ist nach dem Tod des Mannes von der Schwiegermutter aus dem Haus gejagt worden. Fast mittellos. Der helfen Sie mit einer Schwangerschaft aus einer Notlage. Wo hab ich die? Ja, da. Schauen Sie. Tipptopp in Schuss, die Mutter. Ja, es hört sich alles ganz vielversprechend an. Ich glaube, die nehmen wir. Schön, nehmen wir. Gut. Ja, was müssen wir noch? Richtig, die Frage der Besamung. Sollen wir das durch den Arzt vornehmen lassen oder will Ihr Mann das vielleicht sogar selber persönlich? Nein. Nicht. Auch kein Beinbruch. Ich vermittle auch Leihväter oder wie der Volksmund sagt, einen Leihsack. Ja, da können wir dann einen Adligen nehmen. Oder vielleicht einen Schauspieler. Sagen Sie mal, an Sascha Hin haben Sie nicht zufällig in Ihrer Partei. Leider, leider, bedauere. Der wird sehr oft verlangt, aber könnte ich gar nicht bezahlen. Aber wie wär's denn mit dem Baron Windischsäum zu Grützenstein? Ausgezeichnete Anlagen, der Mann, hochgebildet, Autofahrer, Billardspieler, Segelflieger und Golfer, verkehrt nur in den besten Kreisen. Sie, den nehme ich. Gut, ist aber nicht ganz billig. Na ja, über Geld reden wir hinterher. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ich schaue noch mal nach in der Checkliste. Moment. Geburtsmodus müssen wir noch festlegen. Hä? Auf welche Weise soll denn das Kind zur Welt kommen? Ja, mit dem Kopf zuerst. Ja, schon. Aber was wollen Sie denn da? Soll es eine sanfte Geburt nach Le Barrier sein oder eine Unterwassergeburt? Oder Kaiserschnitt? Ich empfehle ja grundsätzlich Kaiserschnitt, weil geht kurz und schmerzlos. Das Kind hängt nicht stundenlang im Geburtskanal, sind die schönsten Kinder und Sie sparen den Wehensatz. Sie, da nehmen wir einen Kaiserschnitt. Und das Kind soll möglichst lang gestillt werden. Möglichst lang gestillt? Sie, das wissen Sie schon, dass das Jahre dauern kann? Das stört uns nicht. Verstehe ich nicht. In den ersten paar Jahren kann man ja sehr viel falsch machen als Mutter und Vater. Wir haben einen Kinderpsychologen engagiert, der sich in den ersten 3 Jahren ausschließlich der Erziehung unseres Kindes widmen wird, bevor wir da ödipale Schnitzer bauen. Und im Anschluss an die psychologische Erziehung kommt das Kind in einen Internatskindergarten. Dann auf ein Internatsgymnasium, aber zur Abiturfeier wollen wir dann auf alle Fälle dabei sein. Ja. Ich hoffe, Sie haben es schon gesehen, die Anzeigen der chemischen Industrie. Hä? Sehr informativ, sag ich Ihnen. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass in unserem Lande Säuglinge so gut wie nie Malaria bekommen? Woran liegt das wohl? Es liegt an der guten Muttermilch. DDT, das Insektenvernichtungsmittel, konnte in der Muttermilch nachgewiesen werden. Der Säugling saugt also die schützenden Substanzen mit der Muttermilch ein, hat dadurch einen wirksamen Malariaschutz und ist insektenfrei.
Stellen Sie sich mal vor, die Mütter müssten das mit dem Löffel eingeben oder in die Flasche füllen. Das Gebrüll dabei, nervenaufreibend und umweltbelastend. Nein, 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 nein. Das muss man mal sagen. Hier ist der chemischen Industrie ein kostenloser Schutz gelungen, dessen Reichweite überhaupt noch nicht abzusehen ist. Deshalb möchte ich heute mal im Namen aller säugenden Mütter der chemischen Industrie meinen Dank aussprechen. Danke. Herr Doktor, wir sind da. Kann man denn nicht einmal in der Ruhe schlafen? Die Tür ist offen. Hallo, hallo. 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 Was ist denn? Verzeihung, ich wollte Sie ja nicht stören, aber wollen Sie mich nicht untersuchen? Warum fehlt Ihnen was? Ich bin krank, ich habe einen Hexenschuss. Ja, wenn Sie es eh wissen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, so mitten in der Nacht, was wollen Sie sich da bewegen? Verlangt doch niemand von Ihnen, die Nacht ist zum Schlafen da. Ja, sagen Sie mal, was sind Sie denn für ein Arzt? Gynäkologe. Machen Sie meinen Bauch frei. In welchem Monat sind Sie? Hallo! Sie sind ja gar nicht schwanger. Als Frauenarzt haben Sie von meiner Krankheit doch gar keine Ahnung. Ihr Spezialgebiet gibt es doch bei mir nicht einmal ansatzweise. Rein räumlich ist Ihr Krankheitsherd von meinem Spezialgebiet gar nicht einmal so weit weg. Sie können froh sein, dass kein Augenarzt gekommen ist. Ja. Wie? Was ist? Was haben Sie denn? Zu wenig Schlaf. Ist Ihnen nicht gut? Ist der Kreislauf. Soll ich Ihnen den Blutdruck messen? Nein. Vielleicht ist aber was Ernstes. Ja. Hallo, das geht nicht. Das ist mein Bett. Stehen Sie sofort auf. Haben Sie vielleicht noch ein zweites Kissen? Nein. Oh. Und eine Wärmflasche? Nein, wach bleiben. Hallo, wach bleiben. Ich mache Ihnen einen schönen, starken Kaffee. Belastetes Herz. Oder einen kalten Wickel. Nein, liegen bleiben. Sie haben einen Hexenschuss, da darf man sich nicht bewegen. Ich habe schöne Tabletten. Die machen Sie auf einen Schlag wach. Schlaf lieber 10 Minuten. Oh. Aufwachen! So wachen Sie um Gottes Willen auf! Ruhe! Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch schlafen! Ich mache mich aggressiv, wenn ich nicht schlafen kann. Und Sie schlafen jetzt auch! Tut mir gut! Hallo? Ist dort die Klinik? Kommen Sie mal. Ich habe hier einen sehr schweren Fall. Hallo? Aufwachen! Eigentlich sollte in dieser Sendung auch die Lisa Fitz mit dabei sein. Aber die Lisa Fitz hat Sport getrieben und hat sich den Haxen gebrochen. Lisa, alles Gute, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Sie hätte halt eine sanfte Sportart wählen sollen. Zum Beispiel Fußball. Und wieder die bundesdeutsche Mannschaft im Angriff. Vielleicht wird jetzt ja mal etwas druckvoller gespielt. Herget, Querpass hinüber zu Förster. Aber eben höre ich, dass Jörg von Torra unten am Spielfeldrand schon jetzt einen Gesprächspartner hat.
Das Spiel, liebe Zuschauer, ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber wir haben trotzdem schon die Gelegenheit, jetzt mit dem Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft ein kurzes Gespräch führen zu können. Herr Beckenbauer, vielen Dank für diese Bereitschaft von Ihnen. Sagen Sie, Ihre Mannschaft ist ins Gerede gekommen. Man sagt, Sie hätten keinen Mittelfeldregisseur. Ihnen fehle auch ein Libero und ein Spielmacher ist auch nicht da. Na gut, ja, ich meine, ein Netzer fällt nicht vom Himmel. Ich selber bin auch nicht mehr topfit. Schuster ist bescheuert. Rummenigge wird auch nicht jünger. Das ist die Situation. Was ist mit Magath? Magath spielt im Spiel ohne Ball beispielhaft. Mit Ball ist er längst nicht so gut, aber Fußball ist ein Ballspiel, wie der Name schon sagt, weshalb wir wahrscheinlich auf Magath verzichten müssen. Ich meine, dann müssen Sie aber auch Alternativen parat haben. Ne? Alternativen? Sicher, natürlich. Ja, wir werden unser Spiel aus der Tiefe des Raumes heraus gestalten, um in die Höhe des Raumes zu gelangen. Dazu muss die Mannschaft lernen, über die Flügel zu kommen, die Räume zu öffnen, das Mittelfeld überbrücken und vorne verteidigen, was hinten der Schuhmacher nicht halten kann. Konsequenterweise werde ich daher im Angriff nur Verteidiger spielen lassen und in der Verteidigung ausschließlich Stürmer. Den Völler stelle ich ins Tor, weil er als Stürmer am besten weiß, woher die Bälle kommen. Bei solchen Varianten, Herr Beckenbauer, haben Sie da ein spezielles Trainingskonzept entwickelt? Sicher, ja. Sie sagen es, ja. Ich habe zusammen mit dem Horst Köppel ein Drei-Phasen-Programm entwickelt, das wir in vier Stufen durchziehen. In der ersten Phase trainiert die Mannschaft den Raum, also ohne Ball. Und danach trainieren wir den Ball alleine, lassen ihn laufen, wohin er will, damit der Ball ein Gefühl bekommt für die Mannschaft. Entschuldigung, Herr Beckenbauer. Daraus ergibt sich ein Konzept in der Taktik, die direkte Proportionalität von Ball, Mannschaft und Raum. Und ich meine, dass wir Herr Beckenbauer, Entschuldigung, das Spiel ist zu Ende. Was? Haben wir gut, ne? Ja. Halt! Jetzt kommt gleich ganz spontan nach 28,5 Minuten das Ende. Unwiderruflich und gnadenlos. Weil jetzt kommen dann nach uns gleich die Tagesthemen. Und ich habe zu denen gesagt, Leute, wenn ihr wollt, mache ich die Tagesthemen gleich mit. Haben die gesagt, nein, geht nicht. In der ARD muss die Satire abwechslungsreich bleiben. Gute Nacht.